die Granger Tulpa oder Tulipa grangiolensis, ist der einzigartige Tulpenort, was nur mal zu Granglisch gibt. Weil es Granglisch bis Mitte vom 20. Jahrhundert so häufige Getreidefelder hatte, ist das Dorf die Kornkamera vom 10. Merrell gsi. Weil man in Jahren immer weniger Winterrocken hat angebaut, hat es auch immer weniger Granger-Tulpen gegeben, wie der Alex Akten, Zunftmeister von der Tulpenzunft, erklärt. Also die Granger-Tulpen hat es wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten gegeben. Die hat man jetzt Granglisch so quasi als Unkraut gesehen, und zwar nur in einem Roggenacher. Und man hat die nicht gepflegt, man hat sie einfach geduldet, aber hat sie heute quasi missachtet. Und nachher ist dann die Zeit gekommen, wo man immer weniger Roggen gepflanzt hat, und dann ist man nachher auf die Haarepfel umgestellt. Und dann hat man immer im Lang gesehen, wenn die Tulpen hätte sollen bleiben, haben sie einfach den Acher gepflügt. Und dann sind sie natürlich untergegangen, weil man die Tulpen nicht hätte bleiben, dann hat man die gerade gepflügt. Die Folge davon war, dass die Granger oder sogenannte Römer-Tulpa, wie die heimische oder Tulpenort gesagt, fast ausgestorben ist. So hat man Anfang von 1980er Jahren nur noch wenige Exemplare von der Tulpa zu sehen bekommen. Der Pro Natura veranlasst, dass man mal eine Zählung macht, also dass man den Status quo untersucht, und da hat man einfach gemerkt, jetzt sind wir in einer Zahl angekommen, so geht es nicht mehr weiter, wenn wir nichts machen, ergeht die, dann haben wir die in 10 Jahren weg. Dann ist die ausgestorben. Dann hat Pro Natura hier 1993 4 Äcker kaufen können. Das war ein grosses Glück. Und nachher ist schon ein Jahr später eigentlich die Interessengemeinschaft gegründet worden und hat man mit den ersten Arbeiten hier auf dem Tulpenhubel angefangen. Die Interessengemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Tulpenort zu erhalten. 1996 ist die aus der Interessengemeinschaft die Tulpenzunft Granglisch entstanden. Und wir haben nachher hier das Areal hier in Schuss geschieden als Naturschutzzone. Das hat der Staatsrat unter Schutz gestellt. Und die Pro Natura hat ihnen schon nachher den Auftrag quasi gegeben, dass wir das hier bewirtschaften. Und zwar unter den Auflagen, die der Staat, damals ist das Amt für Wald und Landschaft, das hat vorgeschrieben, wie man es muss oder darf machen. Die Tulpenzunft Granglisch zählt heute Mitglieder und Sympathisanten aus der ganzen Schweiz. Sie alle haben sich zur Aufgabe gesetzt, die Granger Tulpen zu erhalten und zu schützen. Mittlerweile blühen jedes Jahr an die 3000 Tulpen. Da davon mehrheitlich Galbo. Also das hier ist jetzt die Forma Omnina lutea, das ist die Tulipa grangiolensis. Omnina lutea heisst auf Deutsch ganz gelb. Und wenn man in den Kelch reinschaut, sieht man, dass der Stempel und die Stöpfäden und alles zusammen ganz gelb ist, oder? Darum heisst es Omnina lutea. Und die Form, wenn man so dran schaut, ist so Ellipse, also fast ellipsenförmig, also rundlich wie ein Ei. Und die andere, die rotgestreifen, wenn die geschlossen ist, sieht die fast aus wie einen pfeilförmigen, so einen spitzförmigen Kelch. Und die ist ganz rund. Aber euch rote und rotgestreifte Tulpen aus der Familie von der Tulipa grangiolensis kann der interessierte Besucher sehen. Die ist im kleinen Stück über alle drei Formen miteinander. Die ganz gelbe, die auch innenwendig gelb ist, so einförmig. Und nachher haben wir hier die rot gestreifte mit den schwarzen, purpurfarbenen Stöpfäden. Und die ganz rote, die ist jetzt schon am Verwelken, die tut fast eine Woche vor der anderen blühen. Die beiden sind sehr nah verwandt und die ist hier schon ein bisschen weiter weg. Das haben wir genetisch so feststellen können, dass die rote ist mehr verwandt mit den rot gestreiften und die gelbe und die rot gestreiften sind ein bisschen weiter auseinander. Dass heute wieder so häufig Granger-Tulpen blühen und ein farbenfrohes Bild abkommt, ist neben der Tulpenzunft euch im Verdienst von Pro Natura Oberwallis zuzuschreiben, was euch für den Erhalt von der Tulpe stark gemacht hat. Entsprechend stolz ist die Geschäftsführerin Eva-Maria Klei. Ja, das ist natürlich für euch ein grosses Aushängeschild. Das ist euch wichtig.
Wir haben andere Projekte, wo man seltene Arten oder ganz rare Arten im Wallis oder sonst in der Schweiz erhalten tut. Die Grängertulpe ist etwas sehr schön, etwas sehr publikumwirksames. Vor allem jetzt hier mit dem neuen Rundweg, wo man das wunderschön anschauen kann und das auch geniessen, der Ort. Also für uns ist die sehr wichtig. Es ist wirklich etwas sehr Schönes, aber es ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen ein Aushängeschild. Und darauf dürfen wir euch stolz sein, dass quasi ist die Äcker und die Tulpa indirekt. Natürlich gehört es alle, aber ist euch gehört und dass wir das initiiert haben. Während die gelben Tulpen mittlerweile wieder zu tausigen die Ackerlandschaft rund um Grängelsch in ein wahres Blütenmeer verwandeln, findet man die roten und rotgestreiften Tulpen immer noch sehr selten. Wir haben so 2.000 bis 3.000 gelbe und von den roten haben wir 1 bis 2 Dutzend Maximum und von der rot gestreiften nicht über 50. Es ist also die zwei Untergruppen, die roten und rot gestreiften, die sind immer noch auf der rotesten Liste, was geht. Oder die sind also noch hochgefährdet. Die sind noch nicht über den Berg. Warum gibt es nicht mehr von diesen roten und rot gestreiften? Sie sind ziemlich schwierig zu vermehren. Ich glaube, der Boden spielt eine Rolle. Und wir haben uns schon leider müssen feststellen, dass die Schienta hier ausgraben. Darum haben wir nicht alle, die wir hier einpflanzen, weil sonst plötzlich alle weg sind. Damit keine Mischform entstand, werden die Grängertulpen nach der Blütezeit geköpft. Also die Tulpe tut ungefähr 2 bis 3 Wochen voll blühen, nachher sind die durch. Wir müssen schauen, dass die Tulpenblüten, die einen Samenschotten machen, dass wir die köpfen, dass nicht der Samen am Boden zurückgestützt ist. Sonst gibt es nachher Mischformen, sogenannte Bastarden oder einfach Tulpen, die nicht mehr dem Original entsprechen. Und dann gibt es eine Verwässerung. Darum werde ich immer köpfen und werde die Zwiebeln nur mit den Zwiebeln vermehren, also nicht mit Samen. Die Tulpenzunft Grängelsch will in Zukunft nicht nur die Tulpen erhalten, sondern will im interessierten Besucher euch einen geschichtlichen und wissenschaftlichen Hintergrund von der Grängier Tulpe näher bringen. Also wir haben eigentlich die Saison, die spielt, die ist sehr intensiv. Und in unseren Träumen wäre eigentlich, dass wir das ganze Jahr ein bisschen die Tulpen präsentieren können. Und dafür sollten wir so ein Lokal haben, wo man einfach mit den Besuchern die Tulpen zeigen kann, wo man vielleicht einen Film zeigen kann, was so ein Jahr durchgeht. Und dass man so wie ein kleines Archiv hat, mit etwas wissenschaftlichen Dingen, die nicht ganz kompliziert sind und so, dass man das den Leuten immer zeigen kann. Und so darf man gespannt sein darauf, wie und was die Tulpenzunft Grängelsch in den nächsten Jahren noch bewerkstelligt, für den Besuchern die Grängier Tulpe das ganze Jahr näher zu bringen.